Mein Name ist Kathi Kuhlmann, ich bin 37 Jahre alt, lebe in Überlingen am wunderschönen Bodensee, bin Tierschützerin und PETA-Aktivistin und seit mittlerweile 4 Jahren ernähre ich mich und lebe ich vegan. Doc Weingart durfte ich kennenlernen in Marbella auf der Global Gift Gala Foundation und ich bin begeistert davon, dass er so zum einen vegane Produkte herstellt, aber auch Spitzensportlern unterstützt. Und er hat mich auch begleitet. Mit Doc Elementar habe ich mich wunderbar vorbereiten können auf meinen ersten Halbmarathon. Das war ein Charity-Run mit Harry Ohlig. Da ging es um die Reichenau. Das waren 21,5 Kilometer. Die sind wir 2-mal gelaufen. Und das Ganze habe ich tatsächlich geschafft in 2 Stunden 25, ohne Muskelkater zu haben oder Krämpfe. Das war wirklich klasse. Ich habe das Doc Elementar einfach 2-mal täglich genommen und es hat mich wunderbar für diese Geschichte vorbereitet, was für den guten Zweck war, denn Harry, der diese Strecke täglich läuft, sammelt somit Spendengelder für die Deutsche Kinderhospiz. Ich habe jetzt gerade mein erstes Kinderbuch rausgebracht. Das ist die Reise nach Veganien, Teil 1, Mona und Frieda. Mona ist ein kleines Schweinchen und Frieda ist ein 8 Jahre altes Mädchen und die beiden können sich unterhalten. Und so bringe ich den Kindern schon mal auf leichte Art das Thema Vegan, also Veganismus, ein bisschen näher. Und Sport habe ich leider erst vor 4 Monaten für mich entdeckt. Ich habe angefangen zu boxen und ich hoffe, dass ich im Frühjahr meinen ersten Kampf bestreiten darf und den hoffentlich auch gewinnen werde. Katharina ist seit 4 Monaten beim Boxverein Überlingen. Leider ist sie schon ein bisschen älter, aber sie will trotzdem im Frühjahr einen Kampf bestreiten, was ich sehr toll finde. Und als Veganerin ernährt sie sich ja sehr gesund, was für das Boxen wichtig ist und auch für alle anderen Kämpfer auch wichtig ist. Und was sie auszeichnet, das ist, dass sie einen sehr starken Willen hat, den wir zum Boxen brauchen. These 360 people here, they have a pioneer feeling deep in their heart, a pioneer to make the world a little bit better. Und deswegen trinke ich den Active Drink, damit der Doc die Welt weiterhin ein kleines bisschen besser machen kann.